Eintöpfe und sie lieben Suppen. Am fehlt aber ein anständiger Knochen und ein Markknochen. Sie essen heute die Variante Herzog. Die Variante Herzog ist ohne Markknochen Inge, und ohne nicht Knochen. Inge, schon wieder an rumzumeckern. Aber ich weiß, dass die Variante... Sie liebt das aber ein bisschen, Vater, und nehmen Sie das nicht persönlich. Meine Großmutter war großer Fan von Inge Meisel. Mein ich Großvater auch. Als wir noch den Bundespräsidenten Roman Herzog hatten, dessen Ehefrau, Christiane Herzog wiederum, eine eigene Kochsendung besaß. Und diese Sendung lief völlig aus dem Ruder, weil Inge Meisel, die machte natürlich diese Sendung, drehte die auf links. Das heißt, diese steife Bundespräsidentengattin stand immer nur da und sagte, als Nachtisch wollen wir eine Zitronencreme zubereiten. Worauf Inge Meisel dann immer nur sagte, ich esse keinen Nachtisch, das macht nur dick. Wir wollen als Nachtisch eine Zitronencreme essen. Mhm. Ich darf überhaupt nicht mit, wenn ich esse keine Nachspeise. Du isst keine Wenn man so kleines wie ich, wird man dick und das mache ich nicht. Na, das kann ja wohl nicht wahr sein.